Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Game Collector. Es geht weiter im Filmebereich. Es gibt wieder ein Mediabook, was ich euch gerne vorstellen möchte. Ich habe zum Prime Day habe ich zugeschlagen. Es ist eigentlich günstiger geworden. Und zwar die Körperfresser kommen von 1978 mit Donald Sutherland, Jeff Goldblum und Leonard Nimoy. Ich habe den Film ehrlich gesagt noch nie gesehen. Deswegen muss ich das jetzt mal nachholen, aber der Trailer sah schon klasse aus, weil es gab ja auch so einen schönen Retro-Trailer von Cape Light Pictures. Ja, und jetzt habe ich natürlich zugeschlagen und habe es mir für 26,99 bei Amazon geholt. Ist zusammen mit Winnie the Pooh Blood and Honey Teil 2 angekommen bei mir. Und ich würde sagen, packen wir es aus. Das Ganze hier in 4K, schön von Cape Light restauriert worden. Denke ich mal. Ich glaube ja. Wir haben hier wieder dieses typische matte Mediabook-Design, das wir schon von den ersten Mediabooks her kennen. So. Infoblatt. Gesprengte Ketten. Den habe ich ja schon vorgestellt. Oder habe ich den vorgestellt? Muss ich mal direkt selber auf meinem Kanal gucken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. So, technische Informationen. Hier sehen wir schon Leonard Nimoy. Jeff Goldblum müsste der hier, glaube ich, sein. Donald Sutherland sehen wir ebenfalls. Gibt es auch noch einen zweiten Teil, glaube ich. Aber der, glaube ich, war nicht so erfolgreich wie der erste. So, wir haben hier das Cover-Artwork. Müsste auch das Kinoplakat sein. Das Ganze mit MGM. Und dann haben wir hier ein richtig geiles, schönes Backmotiv. Invasion of the Body Snatchers. Ich hoffe, man spricht zwar aus. Klasse. So, dann geht es hier direkt los. Wir haben ein Dreier-Disc-Set haben wir hier. Und hier wieder so einen schönen Übergang. Ich tue es jetzt bloß einmal raus. Wir haben jetzt hier die 4K-Scheibe. Gibt da noch andere Filme, auf die ich noch warte, die Cape Light schon angekündigt hat, aber da hat sich bis jetzt nichts getan. Jetzt im August kommt jetzt dann, hoffe ich, endlich Roadhouse. Haben sie lange angekündigt. Der kommt jetzt im August. Die Rote Flut war auch mal geplant, aber da hat man jetzt seitdem auch nichts mehr gehört. Ist auch ein bisschen schade, dass man dann nichts gehört hat. So, mal hier diesen Übergang. Dann haben wir hier natürlich wieder die Seiten, die sind wieder so dünn matt gehalten. Sehr viel Lesestoff, gespickt mit Bildern. Dann haben wir hier Mr. Spock natürlich. Gesagt, es sind so Außerirdische, die die Menschen befallen und sie dann praktisch zu ihren Willen machen. So was ähnliches wie Sie leben, mit dem Wrestler Rowdy Piper zum Beispiel, von John Carpenter. Mich wundert es, dass es da noch kein Remake gegeben hat zu den Körperfressern. Das wundert mich sehr stark, weil sonst macht Hollywood doch das immer, dass sie gleich so schnell wie es geht irgendwelche Remakes rausbringen, die eigentlich kein Schwein braucht, wenn das Original unantastbar ist. So, oh leck, die ist streng drin in dem Tray. Muss man aufpassen, dass ich nicht den Tray breche oder die Disc. So, dann haben wir hier, glaube ich, das Bonusmaterial. Genau, hier steht es drauf. Ja, die machen das halt so, dass sie das einfach nahtlos mit dem Booklet als Gesamtbild machen. Könnten sie sich vielleicht auch mal wieder was Neues einfallen lassen, aber gut. Ansonsten ist die Qualität des Mediabooks von Cape Light immer sehr, sehr gut. Ja, das ist jetzt der Film, die Körperfresser kommen. Schreibt es mal in die Kommentare, habt ihr ihn schon gesehen? Würde mich mal interessieren, wie er euch gefallen hat. Also ich persönlich habe ihn noch nicht gesehen. Schande über mein Haupt, aber mache ich ja jetzt. Also, wie gesagt, tobt euch in den Kommentaren aus. Habt ihr ihn schon gesehen? Habt ihr ihn in der Sammlung? Würde mich interessieren. Dann sind wir durch mit dem Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, ein Abo, nicht vergessen die Glocke zu aktivieren und wir hören und sehen uns dann zum nächsten Video. Also macht's gut, ciao, ciao.